Sandra und ich haben uns in den Kategorien Date, Party, Hochzeit und Sport gegenseitig Outfits bestellt und ihr müsst nun entscheiden, wer von uns die besseren Styles zusammengestellt hat. Wir starten mit dem Anlass Hochzeit. Sandra, ich bin sehr gespannt, was du mir vorbereitet hast. Stell doch mal mein Hochzeitsoutfit kurz vor. Erstmal ganz klassische italienische Banger. Das sind Half-Slips oder wie die heißen? Boah, die riechen irgendwie nach Gülle. Die ziehst du als allererstes an, Laser, ohne zu diskutieren. Ich liebe solche Schuhe. Dann halt ein ganz normales weißes Hemd. Gehört ja dazu. Okay. Welche Größe hast du mir da bestellt? XL. Okay. Sehr schön. Ich habe jetzt überall XL bei dir. Okay, weißes dann Hemd, schöne Schuhe. Laser, Luca. Kein Problem. Es geht ja nichts ohne eine Brille. Ich hoffe, die passt über deinen Kopf. Also die sieht schon sehr mini aus. Ganz cool. Ich will, dass du so ein. Ich stelle mir so eine italienische Hochzeit vor. Weißt du, was ich meine? So eine. Schön in Italien, du bist da als Gast. Dann eine Hose, Laser. Du denkst bei der Hose jetzt wahrscheinlich, warum sitzt die nicht slim? Die muss ein bisschen weiter sein, damit das cooler aussieht. Ja. In Grau. Damit man schön sieht, wie du schwitzt. Passend dazu natürlich auch Sakko. Sakko-Makko. Also ich bin ganz ehrlich, obenrum sieht es aus wie eine Jogginghose. Ja, aber das ist so der Oversized-Look, weißt du? Ich finde an sich, ich habe einen ähnlichen Anzug, der so ähnlich aussieht. Den finde ich ganz cool. Ich bin gespannt. Ich möchte nicht judgen. Aber bisher sieht es sehr nice aus, als ob es sehr gut zueinander passen würde. Ja, finde ich auch. Und dann Krawatte. Ich habe noch nie eine Krawatte gewonnen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. War sogar im Angebot bei ASOS. Man spart, wo man kann, Mädels. Also das ist das Outfit, was du mir empfehlen würdest für eine Hochzeit. Ja, ja. Sandra, bist du bereit für das Outfit, was ich dir für die Hochzeit vorbereitet habe? Laser, das sieht aus wie von Poco Domene, so eine Gardine. Ich sitze da stundenlang. Mach mir Gedanken, wie Sandra auf der Hochzeit die ganzen Blick auf sich zieht. Warte, ganz kurz! Die sagt Vorhang, hallo? Vorhang? Ich komme nicht klar, die sagt Vorhang. Laser, ich muss das so anziehen. Selfie. Laser, ich passe da im Leben nicht rein. Wir gehen in unsere Umkleide und ziehen uns mal kurz um. Ey, was sind das für Schuhe? Selfie! What is? Wir können mal die Hände loslassen, Laser. Möchten Sie, Sandra Safiulov, meine Frau werden? Nein. Alles klar. Das ist unser Hochzeitsoutfit, meine Damen und Herren. Ich mit meinen wunderschönen braunen Slippers. Ah nein, jetzt gebe ich kostenlosen Food-Content. Ich habe diese Hose an, die hier vorne einfach so eine Schleife drunter hat. Ich habe ein weißes Hemd. Oh, das muss eigentlich in der Hose sein, fällt mir gerade auf. Ja, muss in der Hose sein. Und habe hier natürlich meine Krawatte auch ziemlich schön gebunden, einfach mit einem Knoten. Und dazu natürlich die sage und schreibe Sonnenbrille. Die habe ich sogar überlegt zu behalten. Steht die mir? Ich sehe aus wie Brad Pitt aus den 80ern. Ja, finde ich auch. Also ich sehe komplett schlimm aus. Mir geht das Kleid hinten nicht mal zu. Ich check, was du meinst mit Poco Domene vor. Auch die Accessoires, die du so aufgewählt hast, die kann ich um meinen Hals passen. Ne? Finde ich geil. Willst du mich jetzt heiraten? Nee. Wir machen weiter mit der nächsten Kategorie, die wir vorbereitet haben. Und zwar Raver-Outfit. Sandra, ich habe für dich erstmal Schmuck. Zwei Ketten. Boah, heftig. Danke für dieses kranke blaue Laser. Kein Problem, das passt zu deinen wunderschönen Augen. Dann haben wir hier eine Raver Sunglasses vorbereitet. Eine Tash für dich zum Raven. Warte, den Bon brauchst du nicht. Ich sehe wirklich aus wie so eine richtige Berliner Raverin auf jeden Fall. Wir haben eigentlich ein anderes Raver-Outfit geholt. Das Problem ist, wir haben die Meldung bekommen, dass der Container, wo das drin war, vom Schiff gefallen ist. Und es sollte eigentlich schon vorgestern ankommen. Deswegen haben wir Ersatz gekauft. Sandra, einen Rock für dich, der ziemlich lang ist. Aber schauen wir mal. Wir haben dann hier vorne noch, das ist so der gleiche Rock, glaube ich, nochmal. Ja, ich teste mal, welchen ich reinpasse. Verschiedene Größen gekauft. Wir haben hier einen Top geholt, so ein schwarzes Raver-Top. Dann haben wir hier vorne auch noch das hier. Das ist auch nochmal so eine andere Möglichkeit, glaube ich. Von Oberteil, okay. Von Oberteil, also wir haben so ein paar Sachen jetzt einfach mal geholt. Und hier oben auch nochmal. Also du kannst einfach mal gucken, was dir zusagt. Ja. Das wäre so ein Festival-Outfit, geht jetzt nicht ganz in die Richtung Rave. Ja. Aber, ja. Ich würde sagen, ich probiere es einfach an. Laser, ich dachte, das wird kein Raver-Outfit. Ich dachte, wir einigen uns auf Festival. Und Festival ist für mich bunt. Aber einmal dieses kranke Oberteil. Das ist so ein bisschen durchsichtig. Das finde ich ganz geil. Also, first number one. Ein bisschen deine Nippel sehen, die sind geil. Ein bisschen durchsichtig, Sandra. Dann Laser, Laser. Sag mal eine Handvoll Finger. Laser, ich finde blau. Drei. Passt.
Nee. Richtig? Laser, kurz von leise 7. Sein, leise sein. Ich finde, blau passt sehr gut zu rosa, deswegen rosa. Ich liebe es ja, wenn Oberteil und Schuhe matchen. Deswegen haben wir für dich hier. Ich bin hier gleich halbnackt. Sandoleros. Festival scheint ja auch mal die Sonne. Kannst du die mal einmal abnehmen, Assistent? Das sind die schlimmsten Schuhe. Weil du ein pinkes Oberteil hast, brauchtest du auch so eine bisschen beige Laserbrille. Beige, pink, blau, ja, durchsichtig. Ja, aber jetzt kommt noch was anderes dazu. Eine grüne Cap. Du musst ja, ich muss dich ja wiederfinden in der Menge. Grün, pink, ja. Neon, blau, ja. Beige. Jo. In einem. Du musst dich ja wieder erkennen. Sanna, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir gehen in unsere Umkleide. Sanna, wenn ich so auf ein Festival gehe, ne? Was? Bitte schneid mir meinen Schwanz ab. Yeah, what's get up, Alter? Man würde irgendwie denken, wir gehen auf jeden Fall auf zwei verschiedene Festivals, Laser. Weil das ist ja so ein geiles Oberteil. Man sieht mich komplett nackt, quasi. Man muss sagen, und das finde ich krass, die Farben matchen recht gut. Ja, finde ich Pink, auch. Pink, Weiß, Blau, das Weiß findet sich in den Schuhen wieder, das Blau hier oben. Das matcht ganz gut. Was das hier oben soll, weiß ich nicht so ganz, Sandy. Die Brille ist so Legende. Aber ich bin an sich, von den Farben her, matcht es ganz gut. Würde ich so anziehen? Nein. Wie findest du dein Outfit? Also es ist erstmal mal wieder komplett zu klein. Ja, ich sehe aus wie eine Ameise so ein bisschen. Ja, also die Brille geht auf jeden Fall schon mal gar nicht. 0 von 10. Die Tasche. Wäre ich so ein cooles Mädchen, weißt du, was ich meine, die so Style hätte, wäre das wahrscheinlich geil, aber ich habe halt keine Ahnung. Dieser Rock, Bruder, ich sehe aus wie Baptist. Wer ist Baptist? Baptisten sind Leute, die tragen nur Röcke. Wir machen weiter mit unserem nächsten Outfit, und zwar das perfekte Outfit für den Sport. Ich bin dafür, wir tanzen noch mal kurz dazu. Wie würdest du zu deinem Outfit tanzen? Ganz ehrlich! Hohlkehle ist eh schon so kaputt gegangen. Ey, falls uns irgendein Maler hier zuschaut und Bock hat, unsere Hohlkehle fertig zu machen, meldet euch gern. Danke. Sportoutfit. Socken. Mhm. In verschiedenen Farben. So wie du lustig bist heute. Okay, wie ich lustig bin. Dann, Dann halt Sport, ne? Ja, ja. Was für einen Sport macht man in Chillen ist für mich nämlich auch Sport. Chillen? Ja. Mhm. Okay. Dann eine Cap, auch wieder rosa. Eine Gant-Cap zum Sport machen, interessant. Und wieder eine neue Sonnenbrille. Sanna, Sonnenbrille für Sport? Ja. Was für einen Sport mache ich mit Adiletten und Sonnenbrille? Chillsport. Was ist Chillsport? Das ist eine richtige Sportlerbrille. Das, du siehst sportlich aus. Aber man macht nichts Sportliches. Ja, das ist wie ich. Oberteil, Luca, dafür hat es leider nicht gereicht. Da kam die Jesus-Bestellung genauso ins Meer. Das heißt, du musst leider oberkörperfrei sein. Das ist meine Sporthose. Ja. Eine halbe Jogginghose, nicht mal atmungsaktiv. Meine Schuhe. Wow. Sind keine Schuhe, es sind Schlappen. Socken, oh, wie ich lustig bin. Eine Sonnenbrille und eine pinke Cap. Ja. Das hier ist mein Sportoutfit. Ja, ja, all in, ja. Hast du diesen Planeten hier heute erst betreten? Weißt du, wie Sport funktioniert? Sandra ist zwar nicht bei mir eingestellt, aber die wird auch gefeuert. Sandra, mein Sportoutfit für dich als Schuhe, kann ich schon mal zeigen, bevor Sandra sie sieht, habe ich mir so ein bisschen was überlegt. Oh nein! Ich sehe aus wie diese, wie heißen die jetzt? Talerhuhn. Talerhuhn. Auch eine Cap? Aber für dich wirklich eine Sportcap von den New York Yankees. Auch ein bisschen pink mit drin. Hat so ein bisschen Tennis-Looks, aber auch low-key assi in Kombination mit den Schuhen. Dann haben wir hier natürlich, Sandy, deine Hose. Ziemlich nice, finde ich. Ja. Und passend dazu natürlich auch noch das Oberteil. Da haben wir hier so ein bisschen was Bauch. Auch wieder komplett nackt. Was Bauchfreies genommen, was bei dir eventuell bauchfrei sein könnte für ein Juicy Couture. Weißt du, wie ich aussehe? Sieht damit aus wie Cindy aus Marzahn. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Sport-Top. Auch wieder bauchfrei, Babys, danke schön. Von Nike. Ja, ich werde es mir anziehen, also ich finde das Outfit tatsächlich bodenloser als deins. Weil ich denke mir bei jedem Outfit, es kann doch nicht schlimmer werden. Aber jetzt habe ich nicht mal mehr ein T-Shirt. Aber ich vertraue mir das Date-Outfit, Laser. Ich schwöre, du bist aus dem Minute 20 von 10. Wir ziehen uns um. Du willst mich heute nackt sehen, ne? Sandra, du willst mich nackt sehen. Nein, du willst mich auch nackt sehen. Ich habe nicht mal ein T-Shirt. Ja, das ist flöten gegangen. Boah. Ich habe es wirklich bestellt. Ich kann das nicht mehr, ne? Oder seht ihr jemand ein weißes T-Shirt? Das sollte eigentlich ein Tanktop werden. Kann mich einer bitte retten hier? Bitte? Digga, nee, Digga, ich sehe so schlimm aus, Laser Luca. Ich schwöre, in meinem Leben sah ich noch nie so schlimm aus. Diese Hose ist XL. Daran passe ich eine XL-Sachen. Also, das ist krass. Das ist krass. Willst du meine Schuhe anziehen? Hier, die passen dir, oder? Ja, ja, ja.
Also Sandra passt nicht in ihre Schuhe, weil sie hat ja schon mal im Podcast gesagt, Sandra braucht immer 3, 4 Nummern größer, weil ihre Füße so breit sind. Deswegen läuft sie immer in Schuhgröße 40 oder so rum. Ja, ich habe mich heute mal für die gelben Socken entschieden, die fand, weil ich so lustig war. Sieht aus wie irgendwie davor, außer die Cap und Ding. Ich sehe so schlimm aus. Ja, ich habe mir ein Shirt angezogen, was ich gerade halt noch hier hatte. Deswegen die Hose ist schon. Die Hose würde ich auch so tragen, die finde ich ganz lässig. Aber Shirt, ich kann jetzt nicht Oberkörper freistellen im YouTube-Video. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ich sehe aus wie Cindy aus Marzahn. Das ist wirklich Sandy aus Marzahn. Ich bin wirklich die neue Sandy aus Marzahn. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist irre. Letztes Outfit für heute. Anlass, Date. Oh, diese Schuhe. Ich könnte kotzen, ne? Digga, das ist so ein cooler Style momentan. Birkenstock, ist mir egal, ob es momentan cooler Style ist. Ich mag's nicht. Ende. Natürlich wieder eine neue Sonnenbrille. Boah, das hat mein Dad getragen. Jetzt die coolste, finde ich. Von allen. Wieso hat jedes Outfit bei dir eine Sonnenbrille? Ja, weil ich das wichtig finde. Aber ich finde, bei einem Date ist es wichtig, die Augen zu sehen vom Gegenüber. Ja. Weil Augen lügen nicht. Chico, die Eis. Laser, dann haben wir dir eine ganz entspannte Hose gekauft. Öffne mal. Ist halt gestreift. Sandra, das ist Schlafanzug, ne? Checkst ja, du? Ja, ja, ein bisschen. Ja, aber das ist gerade der Style. Das ist ja gerade der moderne Style. Und dazu halt einfach mal auch einen grauen Hoodie. Ich habe irgendwie Wetter verwechselt. Du meinst, ich gehe zu einem Date mit diesen Schuhen, einer Schlafanzughose und einem grauen Hoodie, Sandra? Ich finde ganz ehrlich, dass wenn mein Kerl so auf ein Date gehen würde mit mir, ich würde ja sagen. Und man muss ja immer nach dem gehen, wie man denkt. Ich bin auch für dich hier, Sportskanone. Schuhe. Wir fangen mal unten an. Cool, die mag ich schon mal, die finde ich sehr cool. Leopardentreter. Hose, Sandra. Wir haben auch so eine Art Schlafanzughose, aber... Wie bequem, ich dachte mir auch, ey, man muss nicht nach dem gehen, was man selbst sagt, sondern ich dachte mir, man sollte auf ein Date gehen, wie man sich selber am wohlsten fühlt. Und ich dachte, Sandra fühlt sich in sowas am wohlsten. Darf ich die haben danach? Deswegen habe ich auch eine Handtasche für dich geholt. Schon wieder Juicy Couture. Das ist ja, ey, das ist Sponsor des Videos, Digga. Dann haben wir natürlich auch noch Schmuck für dich am Start. Sieht schon wieder aus wie man weiß, du liebst das Gold und Glitzer, Glamour. Man weiß, du trägst Gucci-Handtaschen. Da drin sind Louis Vuitton-Artikel. Deswegen dachte ich, mit Gold kriegt man sie. Und dann haben wir noch als letztes, Sandra, das Oberteil. Ein T-Shirt. Sei nett zu mir, Digga, das ist brutal. Würde ich dich so rumkriegen, Laser? Nein. Die Schuhe hat mein Papa getragen, ne? Luca, das tragen coole Jungs. Du hast mich kein Style. Was? Ja. Coole Jungs tragen niemals solche Schuhe. Doch, doch! Guck doch mal auf Instagram. Ja, also ich muss sagen, mein Outfit, außer dass die Schuhe nicht passen, so laufe ich tatsächlich immer in meiner Freizeit rum. Dein Schmuck, Sandy. Mein Schmuck! Mein Schmuck! Michelin-Männchen, Sandra. Verkaufe ich Reifen? Guck mal, also die Schuhe, ganz ehrlich, finde ich schon mal eine 10 von 10. Was haben die an Bequemlichkeit für dich? Sandra, ich gehe raus hinten, wenn ich gehe. Wie soll ich so auf ein Date gehen? Ja. Was ist das für eine Größe? 80? Hose ist halt Schlafanzughose. Das ist halt eine Schlafanzughose. Da kannst du auch nichts anderes sagen. Doch. Und der doch, Pulli, Sandra, muss ich dazu was sagen? Ja, also, Mann, ich glaube, man braucht einfach dafür ein anderes Gesicht. Das stört mich daran. Wir kommen zu meinem Outfit. Ich bin mit meinem Outfit sehr zufrieden. So chill ich eigentlich mal zu Hause. Die Schlafhose kaufe ich auf jeden Fall schon mal ab, Laser. Das Matt-T-Shirt, ja, was muss ich dazu noch großartig sagen? Die Juicy Couture-Tasche, die würde ich tatsächlich skippen. Der Schmuck gefällt mir auch gut und die Schuhe eigentlich auch, aber die passen nicht rein. Ja, und ich bin all in all ziemlich sicher, dass ich die bessere Auswahl an Outfits hatte als du. Anderes Gesicht. Ja, was? Ja. Mir fallen leicht die Sterne vom Himmel hin. Ich schwöre, du willst jede Frau damit so rumkriegen, aber das Gesicht. Spaß, du bist Maschine. Nicht. Wollen wir noch mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe mein Knie verdreht.